Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um 5 Paragon-Kisten. Ich versuche mein Glück und hoffe, dass ich diesmal vielleicht ein Toll rausziehen kann. Und zwar brauche ich auf jeden Fall noch hier von der Talanji-Expeditionskiste ein Toll, beziehungsweise auf dem anderen Char habe ich nochmal eine Nasjatar-Kiste und dementsprechend hoffe ich da, dass ich mal eine Essenz, beziehungsweise, ja, vielleicht einen Mount rausbekommen kann. Ich würde sagen, fangen wir hier mal mit der ersten Kiste an. Oh, da haben wir Dienstmedaillen und Gold bzw. Ressourcen rausgekriegt. Das ist jetzt nie so prickelnd. Bei der zweiten Kiste war es auch nicht viel besser. Und das ist jetzt die Kiste, wo ich unbedingt noch was brauchen kann. Und zwar, wenn ich da das Toy kriege, wäre ich mit meinem Hordenschar fertig. Und? Oh, damn it, ich habe schon wieder die Fledermaus gekriegt. Das ist, glaube ich, die 11. Kiste, die ich jetzt mit dem aufgemacht habe. Ja, genau, die erste, die 11. Kiste von der Talanji-Expedition. Wieder nix, ist das nervig. Schade, jetzt muss ich leider weiter da die World Quest machen. Vielleicht habe ich ja noch eine Chance hier mit dem zweiten Char. Und zwar habe ich da nochmal eine 7. Legionskiste, die mir ein bisschen Dienstmedaillen und Gold bringt. Und vielleicht jetzt meine Mount-Kiste, wenn ich ganz, ganz viel Glück habe an den Anquanern. Ja, man kann nicht immer Glück haben. Das war ein Satz mit X, war wohl nix. Leider, leider kein Mount rausgezogen. Diesmal war das eine Nullrunde. Schade. Schreibt mir mal rein, wie es bei euch aussieht. Habt ihr schon einen Mount oder eine Essenz rausgezogen? Das würde mich interessieren. Ich bin immer noch nicht vom Glück gesegnet bei der Geschichte. Und ja, dann bin ich mal weiter am Rufgrinden für die zwei Fraktionen, für die beiden neuen. Und ja, schreibt mir gerne eure Loot-Sachen in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.